Es waren gute Träume, in denen er das Gefühl hatte, sicher geborgen zu sein. Unter der großen Decke war es warm, und die schlafende Masse seines Bettgenossen sorgte für noch mehr Wärme. Einmal schlug er die Decke so weit zurück, dass er draußen die Myriaden von Sternen am Himmel glänzen sehen konnte. Viel mehr an der Zahl, als er jemals welche gesehen hatte. Es war, als hätte der Sturm winzige Löcher in die Welt über der Welt geblasen und sie in ein Sieb verwandelt, durch das nun das glitzernde Mysterium der Schöpfung hereinleuchtete. Solche Dinge mochten nicht für menschliche Augen bestimmt sein, aber Tim fühlte sich durch besondere Fügungen dazu berechtigt, weil er unter einer Zauberdecke neben einem Geschöpf lag, das selbst die gutgläubigsten Einwohner von Tree als Sagengestalt abgetan hätten. Er empfand Ehrfurcht, als er zu den Sternen aufsah, aber zugleich auch tiefe, dauerhafte Zufriedenheit, wie er sie als Kind empfunden hatte, wenn er nachts aufgewacht war, im Halbschlaf sicher und warm unter seiner Federdecke gelegen und dem Wind gelauscht hatte, der sein einsames Lied von anderen Orten und anderen Leben sang. Die Zeit ist ein Schlüsselloch, dachte er, als er zu den Sternen aufsah. Ja, das glaube ich. Manchmal bücken wir uns, um hindurchzusehen, und der Wind, den wir dabei im Gesicht spüren, der Wind, der durchs Schlüsselloch bläst, ist der Atem des gesamten lebenden Universums. Der Sturm tobte durch den wolkenlosen Himmel und die Kälte wurde strenger, aber Tim Ross lag sicher und warm unter der Decke und hatte einen schlafenden Tiger neben sich. Irgendwann schlief auch er ein und versank in einen tiefen Schlaf, der erholsam war und nicht durch Träume gestört wurde. Als er wegdriftete, hatte er das Gefühl, ganz winzig zu sein und von dem Winter des Schlüsselloch der Zeit davongetragen zu werden. Weg vom Rand des großen Canyons, über den endlosen Wald und den Kalonar hinweg, über den Eisenholzpfad hinweg, am Tree vorbei, nur eine tapfere kleine Ansammlung von Lichtern aus der Höhe, in der er mit dem Wind darüber hinwegflog, und weiter, weiter, oh, noch viel weiter, nach Gilead und darüber hinaus, über ganz Midwelt hinweg, bis zu dem Ort, an dem ein unvorstellbar hoher, ebenholzschwarzer Turm in den Himmel aufragt. Da will ich ihn nehmen. Eines Tages tue ich das. Mit diesen Gedanken schlief er. Am Morgen war das Heulen des Sturms zu einem gleichmäßigen Rauschen herabgesunken, dem es Blase war voll. Er schob die Decke weg, kroch auf den Felsboden hinaus, von dem der Stoßwind allen Humus abgetragen hatte, und hastete auf die andere Seite des Domes. Sein Atem erzeugte weiße Dampfwolken, die er ging sofort möglich. Hinter dem Dogen war er im Windschatten, aber es war kalt, sehr kalt. Sein Urin dampfte, und als er fertig war, begann die Pfütze auf dem Boden schon zu gefrieren. Tim lief eilig zurück. Er musste bei jedem Schritt gegen den Wind ankämpfen und zitterte am ganzen Leib. Als er wieder in die herrliche Wärme unter der Zauberdecke kroch, klapperten ihm die Zähne. Er schlang die Arme um den muskulösen Körper des Tigers, ohne recht darüber nachzudenken, und erschrak nur kurz, weil sich Augen und Schnauze des Tieres öffneten. Eine Zunge, die lang wie ein Teppichläufer und rosa wie eine neue Erderose war, kam zum Vorschein. Sie leckte ihn über die Wange und Tim zitterte wieder, nicht vor Angst, sondern wegen der Erinnerung daran, wie sein Vater seine Wange an Tims gerieben hatte, bevor er morgens die Waschschüssel gefüllt und sich rasiert hatte. Er werde sich nie einen Bart in seinen Partner wachsen lassen, hatte er gesagt. Er stehle ihn. Der Tiger senkte den Kopf und schnüffelte am Hemdkragen des Jungen. Tim lachte, weil die Schnurrhaare ihn am Hals kitzelten. Dann fiel ihm ein, dass er ja noch zwei Hopkins hatte. Ich will sie mit dir teilen, sagte er, obwohl wir ja beide wissen, dass du beide haben könntest, wenn du wolltest. Tim gab also einen der Hopkins den Tiger. Er verschwand sofort in dessen Rachen, aber das Tier sah anschließend nur ruhig zu, wie Tim sich über den anderen ernährte. Für den Fall, dass Sai Tiger sich die Sache anders überlegte, aß er so schnell er konnte.
Dann zog er die Decke über den Kopf und schlief wieder ein. Als er zum zweiten Mal erwachte, war es schätzungsweise Mittag. Der Wind hatte sich noch etwas weiter abgeschwächt und als Tim den Kopf ins Freie steckte, war die Luft schon ein wenig wärmer. Trotzdem würde der unnatürliche Sommer, den die Witwe Smack zu Recht nicht getraut hatte, wohl für immer fort sein. Genau wie Tims letztes Essen. Was hast du dort drinnen gefressen? Fragte Tim den Kaiser. Aus dieser Frage ergab sich logischerweise ein Weiter. Und wie lange warst du überhaupt eingesperrt? Der Kaiser stand auf, rottete ein kleines Stück in Richtung Käfig und schleckte sich. Erst einen Hinterlauf, dann den anderen. Er ging zum Rand des großen Canyons weiter, hockte sich dorthin und erledigte sein Geschäft. Als er fertig war, beschlüsselte er die Stäbe seines Gefängnisses, wandte sich dann aber ab, als wäre der Käfig nicht weiter interessant, und kam zu Tim zurück, der ihn auf die Ellbogen gestützt die ganze Zeit beobachtete. Er musterte den jungen Ernst aus den smaragdgrünen Augen, zumindest erschien es dem so. Dann schob er mit der Nase die Zauberdecke weg, die sie vor dem Schoßwind geschützt hatte. Darunter kam das Metallkästchen zum Vorschein. Tim konnte sich nicht daran erinnern, es mitgenommen zu haben, aber das musste er getan haben, sonst hätte der Sturm es fortgeweht. Das erinnerte ihn wiederum an die Feder, die weiterhin sicher in seinem Gürtel steckte. Er zog sie heraus, betrachtete sie näher und ließ die Finger über ihre feste Oberfläche gleiten. Sie hätte von einem Falken stammen können, wenn sie halb so groß gewesen wäre, oder wenn er jemals einen weißen Falken gesehen hätte, was aber nicht der Fall war. Sie ist von einem Adler, nicht wahr? Sagte Tim. Beim Blute Gans, da ist sie wirklich her. Der Tiger schien sich nicht für die Feder zu interessieren, obwohl er sich im Sturm am Vorabend noch alle Mühe gegeben hatte, sie aus der Luft zu schnappen. Er senkte den Kopf und stupste das Kästchen mit der Nase an, sodass es gegen Tims Hüfte stieß. Dann sah er zu dem Jungen auf. Tim öffnete das Kästchen. Darin lag nur noch die kleine braune Flasche, die möglicherweise irgendeine Medizin enthielt. Tim nahm sie in die Hand und spürte sofort ein Kribbeln in den Fingerspitzen, wie vom Zauberstab des Zöllners, als er ihn über den Blecheimer geschwenkt hatte. Soll ich sie öffnen? Du kannst es jedenfalls nicht. Der Tiger saß da und fixierte unverwandt das Fläschchen. Die Augen schienen von innen heraus zu glühen, als würde sein ganzes Gehirn vor Magie brennen. Tim schraubte die Verschlusskappe sorgfältig ab. Als er sie abnahm, sah er, dass darunter ein durchsichtiger kleiner Tropfer angebracht war. Der Tiger riss die Schnauze auf. Was er wollte, war klar, aber... Wie viel? Fragte Tim. Ich möchte dich auf keinen Fall vergiften. Der Tiger saß nur mit leicht erhobenem Kopf und offener Schnauze da, als wäre er ein Jungvogel, der auf seine Wurmmahlzeit warten will. Nach einigen Versuchen, er hatte noch nie einen Tropfer benutzt, wenngleich er schon einmal eine größere, gröbere Version gesehen hatte, die Destry als Bullenspritze bezeichnet hatte, bekam er etwas Flüssigkeit in das Röhrchen. Damit war die kleine Flasche auch schon fast leer. Sein Herz jagte, als er den Tropfer über die offene Schnauze des Tigers hielt. Weil er viele Sagen von Fellmenschen kannte, glaubte er zu wissen, was geschehen würde. Aber ob der Tiger wirklich ein verzauberter Mensch war, da war er sich nicht so sicher. Ich gebe es dir tropfenweise, erklärte er dem Tiger. Wenn du genug hast, machst du einfach die Schnauze zu. Gib mir ein Zeichen, dass du das verstanden hast. Aber der Tiger reagierte auch diesmal nicht. Er saß nur da und wartete. Ein Tropfen, zwei, drei. Das Röhrchen war nun halb leer. Vier, fünf. Plötzlich beulte sich das Fell des Tigers wellig aus, als säßen darunter Lebewesen, die sich befreien wollten. Die Lefzen schmolzen weg und ließen sein ganzes Gebiss leben, zogen sich dann aber wieder zusammen, sodass alle Zähne wieder bedeckt waren. Dann ließ der Tiger vor Schmerz oder Wut ein gedämpftes Brüllen hören, das die ganze Lichtung zu erschüttern schien. Tim, der sich vor Schreck hingesetzt hatte, rutschte auf den Hosenboden von ihm weg.
Die smaragdgrünen Augen schienen unablässig aus ihren Höhlen quellen zu wollen und federten jedes Mal wieder zurück. Der peitschende Schwanz wurde eingezogen, kam wieder zum Vorschein und verschwand erneut. Der Tiger taumelte davon, diesmal zum Rand des Abgrunds über dem großen Canyon. Halt! Kreischte Tim. Du stürzt ab! Der Tiger torkelte unbetrunken den Abgrund entlang, geriet dabei sogar mit einer Tatze darüber hinaus und trat Steine los. Als er hinter dem Käfig vorbeiging, in dem er gefangen gewesen war, verschwammen seine Streifen und verblassten dann. Auch der Kopf veränderte die Form. Er wurde erst weiß und dann dort, wo die Schnauze gewesen war, leuchtend gelb. Tim konnte ein lautes Knirschen hören, als formierten sich alle Knochen neu. Jenseits des Käfigs brüllte der Tiger ein weiteres Mal, nur wurde jetzt ein menschlicher Schrei daraus. Die sich wandelnde, verschwommene Gestalt richtete sich auf den Hinterläufen auf, und wo zuvor die Katzen gewesen waren, sah Tim auf einmal alte, schwarze Stiefel. Die Krallen wurden zu silbernen Symbolen, Monde, Kreuze, Spiralen. Das gelbe Schädeldach des Tigers wuchs weiter in die Höhe, bis es der spitze Hut war, den Tim in den Blecheimer gesehen hatte. Das Weiße darunter, wo der Brustlatz des Tigers gewesen war, verwandelte sich in einen weißen Bart, der in dem kalten, windigen Sonnenschein glitzerte. Er glitzerte, weil er voller Rubine, Smaragde, Saphire und Diamanten war. Dann war der Tiger verschwunden, und Merlin von dem Erd stand in Person vor dem staunenden Jungen. Er lächelte nicht, wie er es in Tims Vision getan hatte, aber das war natürlich nie seine Vision gewesen. Das war der Glamour des Zöllners gewesen, den ihn ins Verderben hatte locken sollen. Der wahre Merlin betrachtete Tim freundlich, aber auch ernst. Der Wind ließ sein weißes Seidengewand um einen Körper flattern, der dünn wie ein Skelett war. Tim ließ sich auf einem Knie nieder, senkte den Kopf und legte eine zitternde Faust an die Stirn. Er versuchte, Heil Merlin zu sagen, aber seine Stimme versagte, sodass er nur ein heiseres Krächzen herausbrachte. Erhebe dich, Tim, Sohn von Jack, sagte der Magier. Aber schraub zuvor das Fläschchen zu. Es enthält noch ein paar Tropfen, die du gewisslich noch brauchen wirst. Tim hob den Kopf und sah die hohe Gestalt neben dem Käfig, in dem sie gefangen gewesen war, fragend an. Für deine Mutter, sagte Merlin. Für die Augen deiner Mutter. Sprecht ihr wahr, flüsterte Tim. Wahr wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Du hast einen weiten Weg zurückgelegt, große Tapferkeit bewiesen und nicht wenig Dummheit gezeigt, aber davon wollen wir nicht reden, weil beides oft zusammengehört. Vor allem bei unerfahrenen Jungen. Und mich aus einer Gestalt befreit, in der ich viele, viele Jahre lang gefangen war. Dafür sollst du belohnt werden. Schraub jetzt das Fläschchen zu und steh auf. Warte meinen Dank, sagte Tim. Seine Hände zitterten und seine Augen schwammen in Tränen, aber er schaffte es, das Fläschchen zuzuschrauben, ohne einen Tropfen zu verschütten. Ich dachte, ihr wärt der Wächter des Waldens, aber Daria hat mir gesagt, dass ihr das nicht seid. Und wer ist Daria? Eine Gefangene wie ihr, in einer kleinen Maschine eingesperrt, die die Sumpfleute in Fagonar mir geschenkt haben. Ich glaube, sie ist tot. Beileid zu deinem Verlust, mein Sohn. Sie war meine Freundin, sagte Tim einfach. Merlin nickte. Die Welt ist traurig, Tim Ross. Was mich betrifft, war es sein kleiner Scherz, mich in eine Raubkatze zu verwandeln, weil dies der Balken des Löwen ist. Jedoch nicht in Aslans Gestalt, denn das würde weitaus mehr Magie erfordern, als er welche besitzt. Obwohl er sie gerne hätte, ist es